was bisher geschah. Sind wie befohlen auf der Insel Hispaniola gelandet. Formieren uns neu und versuchen Invasion von Kuba. Nach all der Zeit zweifeln Sie noch, Molotow. Vielleicht brauchen Ihre Männer eine Lektion, die ich von Cortez gelernt habe. Und jetzt beginnt den Angriff. Die Invasion der Vereinigten Staaten kann beginnen. Die Zivilbevölkerung Kubas ist zu groß, um sie zu kontrollieren, aber zu gering, um von Nutzen zu sein. Alle zusammentreiben und töten. Aber das sind mehr als 18 Millionen unschuldige Menschen, Gregor! Man ist entweder für den Staat oder gegen den Staat. Befolgen Sie meinen Befehl. Diesen auf kalter Logik basierenden Befehl kann ich nicht ausführen. Verraten Sie mich nicht, Molotow. Ich warne Sie. Ich muss diese Amerikanerin Molly treffen. Warum sind Sie hergekommen? Der Traum eines Mannes vom mächtigen Russland wurde zum Albtraum. Die Chancen stehen gegen uns. Die Chinesen machten Zeitreiseexperimente und ich konnte die Pläne der Zeitmaschine stehlen. Ich sehe nur eine Möglichkeit. In der Zeit zurückreisen und dies alles verhindern. So, herzlich willkommen bei Teil 2. Ihr habt ja in der Vorschau gesehen, was passiert ist. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir spielen hier die Amerikaner und unser Ziel ist jetzt es hier, Kuba wieder zurückzuerobern. Wir haben ja nicht alles zerstört, was die Kubaner auf ihrer Insel hatten. Allerdings greifen die uns jetzt mit unseren Ares an, die wir gebaut haben. Und außerdem haben die hier eine Basis, die ich selber gebaut habe. Und hier unten auch. Und hier, ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie ist hier alles weg. Und ja, diese Gebäude müssen wir auch noch platt machen. Also mein Ziel ist es jetzt, hier die neuen Russen komplett zu besiegen. Und erst dann baue ich die Zeitmaschine auf Kuba. Weil wir müssen eine Zeitmaschine auf Kuba bauen. Und die müssen wir dann halten. Und das Halten ist das Problem. Weil wir werden dann massiv angegriffen. Und ja, dass wir quasi eine Entlastung haben, möchte ich zuerst alle neurussischen Gebäude zerstört haben, hier in diesem Gebiet. Und das kann etwas dauern und ja. Wir haben Kronpunkte, die heben uns allerdings noch auf. Und ja, ich würde sagen, wir lassen es mal weiterlaufen. Und wir haben hier Raketenbasen, die können wir benutzen, um den Gegner anzugreifen, so ungefähr. Wenn wir hier einen Angriff befehligen, kommen da Raketen raus, die dann das gewählte Ziel dann angreifen. So, alles klar, mein erstes Ziel ist vielleicht hier diese Zwischendinger zu zerstören. Wir haben ja nicht überall Raketenabwehrbatterien gebaut. Halt Flugabwehr gebaut. Genau, und wir bräuchten auch noch genügend Leute, die Rohstoffe für uns sammeln. Wow, das Gebäude hat überlebt. Okay. Weiter angreifen. Jawohl. Gut, wir dürfen nicht vergessen, der Gegner hat Titanenbomber hier in diesem Gebiet. Wir sollten mal schauen, was sich noch auf dieser Insel befindet. Wo sind die ganzen Gebäude, die ich gebaut habe? Hä? Wo sind die Gebäude hin? Ich habe mich doch hier voll krass aufgebaut. Wo sind die Gebäude hin? Sag mir jetzt nicht, dass der Gegner keine Gebäude hat. Da habe ich mich ja umsonst aufgebaut. All die ganze Mühe, um den Feind zu boosten. Und hier? Ja gut, hier steht doch alles. Nein! Ich hätte es wissen müssen. Fuck, meine eigene Konstruktion ist gegen mich. Okay, das Stadtzentrum auf Kuba. Der neue Russen ist soweit zerstört. Oh, da ist der Titanbomber. Ich habe gerade einen Titanbomber gesehen. Der kommt von dort her. Ja, okay, die Gebäude auf den Bahamas stehen noch. Bauen wir uns erstmal hier Nahrungsmittelproduktion auf.
falls wir das noch brauchen. Okay, ja, jetzt zerstören die Russen natürlich sämtliche Sachen, die sich hier auf dieser Insel befinden. Das gehört uns, Alter. Ihr habt der Armee und ihr nutzt sie nicht. Komm, benutzt sie mal, um die Ares da Platz zu machen. Hier. Nicht so passiv sein, Jungs. Ach so, ich kann mich gar nicht beobachten. Keine gemeinsame Sicht scheinbar. Oder? Oder habe ich das. Oder wurde das zerstört? Ach, keine Ahnung. Okay, wir haben genug Stein. Ja. Gut, wir müssen jetzt hier wieder eine Festung aufbauen, so wie wir es auch auf Havanna gemacht haben. Oder halt hier. Ich sag immer Havanna zu dieser Insel. Hispaniola. Scheinbar ist hier nichts mehr auf dieser Insel. Vielleicht sollten wir die Insel für uns einnehmen. Wir können ja noch ein paar Cyborg-Fabriken bauen, weil die ganzen Militärsachen, die wir hier haben, sind etwas dürftig. Wir haben hauptsächlich hier nur eine Kaserne. Zwei Kasernen. Und halt unsere Raketenbasen. Aber die Kubaner machen... können, indem sie was aufdecken, können sie uns dabei helfen, dass wir die angreifen können. Rohstoffe haben wir ja genug bei uns. Vielleicht sollten wir einen Flugzeugträger bauen. Und vielleicht ein paar Atom-U-Boote, die haben wir ja noch gar nicht so richtig benutzt in diesem Spiel. So. Dann bauen wir hier wieder Türme hin. Und wie gesagt, mein Zwischenziel ist jetzt hier, die ganzen Militärgebäude zu zerstören. Und vielleicht baue ich dann sogar meine eigenen dorthin. Mal hier. Nahrung, Nahrung, Nahrung. So. Hier Brücke. Achtung im Weg. Bauen wir gleich 15 Stück in diesem Flugzeugträger. Und wir bauen noch einen. Alles so sehr, falls das zerstört wird. Hier gehen wir auf Reichweite, Angriff und Leben. Genau, und jetzt fangen wir hier an, Ares zu bauen. Ares sind fertig. Oh, wann sind denn die schnell produziert? Krass. Ah, deckt mit den Seekings schon fleißig auf. Na, hier besser, hier angreifen, hier besser. Warum baut ihr eigentlich Seekings? Gut, da ist auch nichts. Irgendwie sind die Russen total passiv. Ich hätte mehr erwartet. Man hört das Geschmatze meiner Verlobten. Ich schmatze nicht, das ist bloß nette Brot. Ja, das hört man. Hier, erster Offizier. Ich warte. Ich hab für dich kein Toast gekauft, Alter. Was? Kannst du mit Knöpfe Brot nehmen? Ja, klar. Tut mir leid.
Alles gut. Ja, das ist schnell zerstört. Dann bauen wir noch einen Flughafen. Mensch, warum sind die Russen so passiv? Ich habe mich so schön aufgebaut und dann machen die nichts. Das ist irgendwie traurig. Was? Es ist traurig. Nein, nicht du. Wieso sind die gemein? Ja, mein Gott. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Falls du das meinst. Okay. Also ich bin schon sehr enttäuscht. Jetzt habe ich extra einen eigenen Part dafür gemacht. Und nichts. Keine Angriffe kommen. Na gut, dann räumen wir halt die ganzen Sachen halt weg. Ich muss diesen Part auf 10 Minuten strecken. Ich glaube, die 10 Minuten haben wir schon, oder? Weil ich ja so viel Werbung schalte. Ach Mann, da hat wohl jemand zu gut gemeint mit den Türmen. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Als ob ich so blöd bin und der Schiffe hin. Oh, das sind nicht meine. Ah, diese scheiß Fliege. Die hat mich heute Nacht gestört. Ich will hier die ganze Zeit schlafen und dann fliegt die mir die ganze Zeit ins Ohr. Scheiß Fliege. Schlimmer als manche Mücken. Irgendwie ist es sehr enttäuschend. So, gehen wir dahin. So, die Gebäude sind ja sehr schnell weg mit diesen Ares. Ah, vielleicht. Wow! 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 Okay. Ein russischer Bürger? Ja, lass doch dieses Kriegsschiff in Ruhe. Es mag zwar böse sein, aber es. Wir werden angegriffen. Was ist hier los? Hey! Ein weiteres Stadtzentrum. Bombenangriff! Wir werden angegriffen. Oh Mann. Wer auch immer das gebaut hat, ich hasse ihn. So, jetzt muss man irgendwie das hier wegklatschen. Das sollte zerstört sein, soweit ich weiß. Wir müssen das einfach nur aufdecken und dann können wir es mit unseren Raketen in Visier nehmen. Wir werden angegriffen. Diese Scheißfliege ist wieder da.
Achso, wir können die outrangen. Na gut, das macht's leicht. Das macht's natürlich leicht. Keiner übertrieben. So, Jetzt bitte. Dieses Raketengeschützteil zerstört so viele meiner Leute. Oh Mann. Ja toll. Du kommst ganz schön pünktlich, weißt du das? Scheiße. Ah, diese Verluste. Diese Verluste. Na gut, dann schauen wir mal nach, was hier ist. Wow, das ist ein großer Käfer, der da gerade rein will. Ui. So eine fette Libelle will gerade rein, ja. Also nicht so groß wie mein Kopf, sondern ungefähr 10 cm breit, ja. Wieso hat er die Gebäude zerstört? Hä? Das sind doch nicht mal Ruinen oder so, die wurden einfach removed. Was ist das? Da baue ich mich so schön auf und was macht er daraus? Er zerstört es einfach. Oh, da ist noch ein Titanbomber. Seht ihr? Den ich gebaut habe. Meinen Rohstoffen. So, diese Insel können wir hier auch noch wegbashen. So ungefähr. Wieso baust du da? Sinnlos. Ja gut, die KI ist nicht so schlau zu raffen, dass man da eigentlich Hyperions bauen sollte, beziehungsweise Ares. Hey! Was machst du da? Panik! Vor lauter Panik rammt her mein Flugzeugträger Nexus. Und er sah, dass es gut war. Bloß es machte keinen Sinn. Alter, so wie diese Sea Kings, die da jetzt hier da sind. Gut, dann schauen wir nach, was da ist. Bam. Ist Young, gib mir mal ein Wasser. Wasser, warte. Hab ich aus Versehen Kevin. Das tut mir leid. Ist doch nicht schlimm. Die wissen, dass ich Kevin heiße. Ach so, okay. Ja, gerne. Später pushen wir doch, oder? Ja. Boah! Alter, keine übertrieben, I guess. Ja, schön, dass du es hier vor laufender Kamera erwähnst. Okay, ja, das passiert, wenn man sich in der Nähe von ein Flughafen voller Atombomben befindet. Oi. Das tut mir einerseits gut, aber andererseits tut es mir weh, weil ich die gebaut habe.
Das ist so, als würde ein Vater seinen Sohn umbringen. Ja, jetzt fallen sie vom Himmel. Meine armen Söhne, sie fallen vom Himmel. Es tut mir leid, aber ich musste es tun. So. Hä? Ich verzeih mir, dass du es ist. So, weg mit diesen Türmen. Danach sollte hier nichts mehr da sein. Verdammt, da ist noch was. David, dieses Viech will unbedingt rein. Ich kann es ja mal zeigen. Nein, dann wisst ihr, wo ich wohne, wenn ich die Gegend zeige. Ja, das macht man nicht. Ja, warum machst du es dann nochmal? Ja. Aber keine Bange, ich schau dann irgendwie so rein in eine Serie, weißt du. Ja? Mhm. Okay, jetzt haben wir alles zerstört, was ich gebaut habe. Ja, jetzt können wir uns sicher hier aufbauen, denke ich. Wenn wir dann soweit sind, dann verwandle ich Kuba zu einer Inselfestung und baue dann dort dann die Zeitmaschine dort auf. Ich kann mir jetzt schon damit anfangen. Euch brauche ich gar nicht. Okay. Ach, da ist noch ein U-Boot. Ja, jetzt stürzen sich alle Seekings auf das drauf. Was? U-Boot? Did someone say U-Boot? Ja, dieses Gebiet wird hauptsächlich für Cutscenes benutzt. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Das sind doch die drei Leute, die erschossen wurden, oder? Von Gregor. Ja, das ist eindeutig Gebiet für Cutscenes. Der Trigger wird so gesetzt, dass die Palmen dann entfernt werden, dann sich das aufgebaut wird. Nur für die Cutscene. Und dann werden hier wieder Bäume gepflanzt. So funktioniert das Ganze. So, jetzt sollte hier nichts mehr übrig sein. Dann schicken wir mal einige Bürger rüber. Wir können ja die benutzen. Wir haben ja eh genug Nahrung. Sollte bis zum Ende des Levels ausreichen. Ich dachte schon, das wäre ein gegnerisches Gebäude. So, die Kubaner sind uns sehr freundlich gesinnt. Jetzt und ja. Das können wir noch hier ein bisschen erkunden. Aber eigentlich ist jetzt nichts mehr übrig, was Gegner ist.
Ach, dieses Stadtzentrum hat überlebt. Wow, habt ihr viele Flugzeuge? Schön. So. Dann richten wir ein neues Kapitol hier auf Kuba. Ah, beziehungsweise... Ja doch, machen wir hier. Passt schon. Und dann fangen wir an, hier Türme zu bauen. Möglichst so, dass die ganze Insel einmal umzäunt ist. Das Fiese ist nämlich, der Gegner greift mit Atom-U-Booten an. Und ja, man kann sich nicht so gut wehren gegen die, wenn ein Gebäude beschossen wird. Außer man hat Sea Kings, so wie die Kubaner. Aber mit Türmen kann man die ganz gut abschießen, die Atom-U-Boote. Soweit. Da stehen schon Türme. Okay. So, das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir können ja dann weitere Bürger bauen, die dann beim Bauen helfen. Als nächstes schicke ich die Flugzeugträger hier hin. Euch kann ich eigentlich auch mitnehmen. Beziehungsweise eigentlich kann ich alle Bürger hier mitnehmen. Ich denke nicht, dass wir weitere Rohstoffe brauchen. Und auf Kuba gibt es ja auch Rohstoffe, die wir eigentlich sammeln könnten. Alle Mann und Frau an Bord. Willkommen bei der Pegasus Airline. Ey, was machst du? Achso, du patrouillierst. Alles klar. Ja, es gibt hier wirklich nichts mehr. Sonst hätten die Ares die schon angegriffen. So, dann geht wieder zurück. Jetzt bauen wir noch einen Bautrupp. Das Kapitol steht hier wieder. So, gut, jetzt bauen wir noch Flugabwehrgeschütze. Sollte ja mit dieser Anzahl an Bürger recht flott gebaut sein. Hoffe ich zumindest. Unverzüglich.
So, und an dem Punkt, wo die Zeitmaschine steht, baue ich extra noch viel Schutzsachen hin. Okay. Ja, ihr seht, wie flott das geht. Ach, ihr Idioten! Ja, zum Glück habe ich Flug... Hubschrauber. Sperren die sich wieder ein. So, wenn ihr schon so blöd seid, dann baut hier die Türme weiter. So, so ungefähr weiß ich, was alles Türme sind und was nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wo baue ich die Zeitmaschine hin? Ich glaube, hier wäre ein guter Standort, direkt am Kapitol dran, ne? Die Zeitmaschine, ja, sie ist recht groß, okay. Dann würde ich sagen, wir bauen eine Mauer drumherum. Ich kann dir die schon mal im Bauauftrag geben, aber ohne sie jetzt halt wirklich aktiv aufzubauen. Und da bauen wir hier so eine Mauer hin. Und an den Ecken dieser Mauer bauen wir Türme hin. Vor dieser Mauer auch. Hier bauen wir ein Torhaus hin und Flugabwehrgeschütze vor diesen Türmen noch. Genau, und diese Außentürme sind zusätzlich noch ein Schutz. Dann kommt da niemand vorbei. So, was wir noch machen könnten, ist, dass wir Molly und Cyborg Molotov mitnehmen. Wo auch immer die jetzt sind. Da seid ihr. Okay, die Mauer ist soweit fertig, dann reißen wir jetzt die Ecken von dieser Mauer ab. Wahrscheinlich baue ich mich jetzt hier zu krass auf, aber man weiß ja nicht, ne? Hier noch jeweils mit zwei Abständen. So, dann noch so Luftabwehrgeschütze. Und dann sollte keiner mehr da reinkommen. Außer Cyborg Molotov und Molly. Ah, ich glaube, ich lasse hier in diesem Transporter. Weil es kann wirklich sein, dass der Gegner hier mit Atom-U-Booten angreift. Und wenn die daneben stehen, dann werden sie davon erfasst. Okay, da sind noch Sachen, die ihr bauen könnt. Mensch,
praktisch alles um alles nicht gebaut, obwohl ich gesagt habe, hey, baut das mal. Boah, die haben ja gerade mal hier erstmal gebaut. Oh Gott, das dauert. Richtig episch aus, wenn das hier fertig gebaut ist. Ach Leute, ihr habt es wieder geschafft. Ja, was ihr dazu sagt, ist okay. Seid ihr meine Bürger? Also ich habe euch nicht angestellt. Immerhin ist hier Fortschritt zu sehen. So, wir haben hier noch einige Bürger übrig. Wo ist mein Hubschrauber? Ach, da versteckst du dich. Ja, wobei, komm. Passt schon. Wir können auch hier auf diesen Vorinseln was bauen. Ein bisschen warten, bis es hier fertig ist. Sollte ja nicht mehr so lange dauern. Kann ich helfen? Ja, geil. Was ist daran so geil, sich staunend einzusperren? Das verstehe ich nicht. Das müsst ihr mir mal erklären. Brauche ich hauptsächlich, dass die ganzen U-Boote abgeknallt werden, Atom-U-Boote, falls sich hier welche befinden. Ihr geht mal wieder zurück. So, den Pegasus-Transporter hole ich später wieder zurück. Jawohl, jetzt sieht es doch super aus. Naja, hier fehlt noch was. Ihr sperrt euch wieder ein, ihr Idioten. Mein Gott, ey. Was soll man dazu noch sagen? So, den markiere ich mir mal. Sind eigentlich Molly und auch ihr seid hier, okay. Dann markiere ich euch auch noch. Diese blöde Fliege. So ein lästiges Mistviech. Wisst ihr, ich habe nichts gegen Insekten, aber wenn sie wirklich den Menschen schaden, ja, so wie Mücken oder so, dann hasse ich sie. Und diese Fliege schadet mich gerade.
weil sie meine Nerven beansprucht. Mit ihren ständigen... ich muss mich mal auf diesen Typen da setzen. Ein paar Hautreste fressen. Jam, jam, jam. Ach, Leute. Hier, holt mal diese Idioten da ab. So, dann baut ihr hier das da. Ja, ihr habt euch ja auch eingesperrt. Oh Mann. Könnt ihr das reparieren? Los, ich will meinen Verbündeten helfen. Na, ich kann es nicht reparieren. Warum eigentlich nicht? Eigentlich müsste es ja gehen, dass man sein Gebäude des Verbündeten reparieren kann. Keine Ahnung, warum das hier deaktiviert ist. Erst werden meine Priester behindert, dass sie keine Gebäude bekehren können, und jetzt das da. So, jetzt bauen wir hier so einen Tempel hin, just for fun. Ah, by the way, wir können ja keine orthodoxen Tempel mehr bauen. Jetzt können wir ganz normale Tempel bauen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt auch nicht mehr die Russen spielen. Das baue ich einfach so, just for fun. Hat keinen Sinn. Einfach nur so gebaut. Okay, jetzt sollte ich die wieder mitnehmen. Oh, sieht super aus. was machst du da? Ich will hier raus, ich will das bauen. Du kannst es nicht bauen, du hast dich eingesperrt. Ist mir egal, ich will das trotzdem bauen. Ich will das trotzdem bauen. Kann ich helfen? Ah, hier habe ich gar keine Fluggeschütze in Auftrag gegeben. Ja, sieht doch super aus. Dann würde ich sagen, bauen wir vielleicht noch ein paar Militärgebäude und dann legen wir los. So, Panzerfabrik, Cyborgfabrik, dann noch ein Cyborg-Labor. Vielleicht können wir noch ein paar Häuser bauen, dass die Moral bekommen. Ja, ich sehe schon, ich bereite mich hundertprozentig zu krass vor. So, hier noch ein paar. So. Okay, wo ist mein Pegasus-Transporter hin? Ach, da bist du, okay. Ah, nimm die auch noch mit. Leave no dwarf behind. Moment, falsches Spiel. Kommt die gar nicht darüber? Die kommt nicht darüber, weil hier was im Weg ist. Okay. Okay, dann fangt ihr mal an, die Zeitmaschine zu bauen. Ihr geht da rein. So, der Flugzeugträger. Jetzt ist die Fliege vor meinem Mikrofon.
So. Ihr schwört mal um diesen, um diese Zeitmaschine herum. So, also da kommt keiner mehr vorbei. So, jetzt bitte waltet eures Amtes und baut diese Zeitmaschine. Gut, das könnt ihr auch noch bauen, wenn ihr wollt. Ist in Ordnung. So, dann noch ein Tempel. Gott beschütze diese Zeitmaschine im Namen der Menschheit. Falls dieses Gebäude zerstört wird, ist die Menschheit verloren. Es ist ja nicht so, als könnten wir dann keine neue mehr bauen. Boah, wir haben kaum noch Holz. Was? Kaum noch Holz? Sowas gibt's? Ja gut, okay, seht euch an, was wir gebaut haben. Kann ich irgendwie verstehen. Soll mir jemand behaupten, wir würden unsere Rohstoffe nicht ausgeben? So. Er kommt. Ja, komm, die Segel fertig. Warten wir noch ein bisschen. Ach, kein Bock. Ich habe keinen Bock zu warten. Los, alle bauen. Diese blöde Fliege. Die steht auf mich. Irgendwie findet sie mich attraktiv. Ich stehe nicht auf Insekten. Tut mir leid. Hades. Die sind cool, mit denen kann man Cyborgs bekehren. Oder nee, das sind die hier. Poseidons, genau. Hier nimmt man die damit, die sich da eingesperrt haben, dämlicherweise. Achso, die sind wahrscheinlich da gespawnt. Aha, die sind da gespawnt. Jetzt verstehe ich. Gut. Wir haben sie gebaut. Was jetzt? Die Zeitmaschine braucht mindestens 5 Stunden, bis sie bereit ist. Wir müssen sie schützen und später nachsehen, ob unser Plan aufgeht. Wen schicken wir zurück? Sorry, aber sie dürften in der Vergangenheit ziemlich auffallen. Ich denke, ich mache die Reise. Mein Russisch ist flüssig und ich bin für Spezialeinsätze ausgebildet, auch wenn nicht gerade Einsätze wie diese auf dem Lehrplan standen. Na gut, Molly. Aber ich weiß, wohin wir reisen sollten und besitze unschätzbares Wissen über diese Ära. Wir reisen gemeinsam zurück. Jetzt heißt es warten und Tee trinken. Auf einen Angriff, der wahrscheinlich gar nicht kommen wird. Dann wäre ich noch enttäuschter als... Hier die Tatsache, dass die Russen uns nicht angegriffen haben. Na komm, wo bleibt der Angriff? Hallo?
Hallo? Ah, da ist der Angriff. Ich bin erfreut. Ja, sehr schön. Das ist alles. Sonst kommt nichts mehr. Ich bin wieder da. Ja, was machst du da? Mein Stuhl ist infiziert. Warum? Weil mir ist ein Missgeschick passiert. Oje. Ja. Wolltest du mich nicht mehr ansprechen, während ich aufnehme? Es tut mir leid. Du hast gefragt. Weißt du? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Oh Mann, das ist ja voll lame. Das waren ja nur Hyperions. Oh, da kommen weitere Hyperions. Wow. Wir werden angegriffen. Oh Gott. Wenn da nur Hyperions kommen, bin ich... Ja gut. Nicht völlig enttäuscht, aber... Ich hätte mehr erwartet. Ich habe in Erinnerung, dass hier lauter Atom-U-Boote kommen. Okay, da kommt eine weitere Welle. Ich muss dazu sagen, ich habe das Level schon mal, ja, wie gesagt, ich habe ja mal erwähnt, dass ich ungefähr 10 Stunden an diesem Level gesessen bin. Das lag daran, weil ich habe das Level ein bisschen optimiert gehabt, ja. Da habe ich das Level so optimiert, dass die Kubaner auch richtige Kriegsschiffe gebaut haben. So Leviathan, Kriegsschiffe und andere, ja, nicht nur diese Marine-Gedöns mit U-Booten und so weiter. Nein, da haben sie wirklich aktiv Kriegsschiffe gebaut. Und mich auch richtig heftig mit Flugzeugen angegriffen. Und da muss ich mich auch natürlich verteidigen, ist klar. Und deswegen habe ich damals ein bisschen länger gebraucht. Ja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass dieses Level so leicht wird, ja. Ich dachte da wirklich, dass wir da länger damit verbringen werden. Eine Stunde. Dein letztes Ständlein hat geschlagen. Und jetzt entfernen drücken. Oh nein, ich habe mich verdrückt. Die Zeitmaschine wurde gestört. Zerstört. Rest in Peace Menschheit. Weil Janka einen falschen Knopf gedrückt hat. Oh, jetzt kommt er mit Spectre. Next Level Shit. Ah, da kommen die Atom-U-Boote. Da kommt der Mist, den ich meinte. Ah, aber ich bin vorbereitet. Ja, der Angriff ist doch heftiger, als ich jetzt... ja. Als ich jetzt doch noch vermutet hatte. Okay. Die Zeitmaschine ist aufgeladen. Blitze donnern. Betreten wir DC und reisen durch die Zeit. Wir stehen vor der unglaublichsten Mission der ganzen Menschheitsgeschichte. Möge die Welt uns vergeben, wenn wir Fehler machen. Ich hoffe, in der neuen Welt, die wir schaffen, gibt es mich noch. Und ich hoffe, die gefälschten Pässe helfen uns, in der Vergangenheit nicht erschossen zu werden. Ja. Das war's für diesen Part. Ich bin gespannt, in welcher Zeit wir landen werden. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part, dem letzten Part des Hauptspiels. Also, ne. Das letzte Level des Hauptspiels. So, mein Gott, ich muss mich immer so kompliziert halten. Ja. Was sehen wir hier? Sonst sehen wir hier eigentlich alles, was wir schon kennen. Aber warum ist hier diese Base kaputt? Das ist... Da bin ich immer noch schockiert. Ich habe mich hier so schön aufgebaut. Habe hier alles mit Türmen versehen und jetzt ist letzten Endes nichts mehr da. So in dem Sinne... nee, komm. Braucht man nicht, ja. Naja, gut. Das war's für dieses Level. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Level. Dem letzten Level des Hauptspiels. Also, macht's gut, euer Janka.
Ciao.